Hallo und herzlich willkommen zurück. Mensch, das ist eine kleine Ecke her, oder? Wenn ich mich nicht täusche, so circa 2 Jahre, dass ihr erstmal meine liebliche Stimme hier in diesem Podcast hört und noch 2 weitere Stimmen, denn ich bin natürlich wieder nicht allein. Wir haben nach 2 Jahren neu aufgebaut, den Bromille-Podcast, natürlich zusammen mit Jasper und Aslan. Hallöchen. Schön, wieder hier zu sein. Ja, es ist alles anders. Also für die Leute, die das online gerade hören über Spotify und Co., vielleicht hört sich das noch nicht perfekt an, denn wir sind in einem Studio, welches noch nicht wirklich gefüllt ist, muss man sagen. Und für die Leute, die das vielleicht tatsächlich bildlich sehen, ja, auf YouTube, wir haben nämlich jetzt einen Videopodcast. Falls ihr also auf Spotify unterwegs seid und uns gerne währenddessen sehen wollt, könnt ihr auf YouTube vorbeischauen. Da findet ihr den Podcast ebenfalls. Wir werden jetzt ein bisschen quatschen allgemein, denn es hat sich ja einiges getan. Wie gesagt, wir sind in einem Studio, das ist was Besonderes. Und es ist die letzte Folge ist 2 Jahre her. Wahnsinn eigentlich, ja. Hat aber jemand reingehört? Wisst ihr noch, worüber wir geredet haben? Absolut keine Ahnung, nee. Ich weiß es nicht mehr. Also wir haben am Ende, glaube ich, zu zweit nochmal Folgen gemacht, irgendwie 1 oder 2, weil Aslan dann immer beschäftigt war mit seinem Nebenjob, sag ich jetzt mal. Und da wir ja unbedingt einmal in der Woche, glaube ich, eine Folge bringen wollten, hatten wir das so gehandhabt. Wir haben über den Bro Day, glaube ich, geredet in der letzten Folge, wenn ich mich nicht täusche. So was Ähnliches haben wir ja letztens eigentlich auch wieder gemacht, war sogar ein ganzes Wochenende. Ne? Das stimmt, aber wir haben, dann auch noch mal reden. Wir haben das aber, glaube ich, so nicht abgestempelt, weil du bist ja immer noch dran. Du solltest letztes Jahr diesen Bro Day organisieren, die Reise. Da ist mir was dazwischen Hat er geskippt? Der hat einfach gesagt, ist nicht. Der hat nicht nur gesagt, ohne Rückfrage zu halten. Nein, nein, er hat gesagt, das verschiebt sich. Das ja, ist zwischen gekommen. Auf unbestimmte Zeit verschiebt sich das. Auf unbestimmte Zeit. Ja, ja. Das passiert halt, wenn der Bengel planen soll. Ne? Ja, und da hat. Stimmt, da habe ich dann die Planung in die Hand genommen. Aber nicht unter dem Vorwand eines Bro Days, sondern Sehenswürdigkeit und Inseltour auf Sylt. Aber, muss ich ja mal zu meiner eigenen Verteidigung sagen, ich kam dann mit der Idee, dass wir einen kleinen Spielemarathon machen. Ich glaube, wie viel waren es am Ende? 15? 20? 10? In welchem Universum bist du auf die Idee gekommen? Ich habe das Gefühl, das war meine Idee. Ich habe das regelmäßig gemacht und habe dann gesagt, wir machen ein kleines Turnier mit halt verschiedenen Spielen. Ich weiß nicht, in welchem Universum. Ich glaube, dann waren alle Spiele meine Idee. Du hast ja sicherlich das eine oder andere. Also ehrlich gesagt, ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Du warst der Letzte. Ich weiß, ich habe gewonnen. Jedes Spiel. Ja. Genau. Wir haben jedes Spiel gewonnen. Wir haben davon ein Foto. Ich werde das auf Insta hochladen, auf dem Bromille Instagram. Nee, das ist abhanden gekommen. Werde ich hochladen. Dann könnt ihr sehen, wer gewonnen hat. Ja, ist kein Problem. Kein Foto mehr. Ja. Das ist fake schon wieder. Nee, aber das war schön. Ich erinnere mich auch noch dran. Wir sprachen drüber, dass du dich zumindest nicht dran erinnern konntest, jemals auf Sylt gewesen zu sein. Genau. Und später kam dann heraus, dass einer hier am Tisch, möglicherweise Inselverbot. Das stimmt, ja. Auf dieser Insel. Wir waren mit einem Kriminellen vor Ort tatsächlich. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das Ganze verjährt, so eine krasse Straftat, wie das war. Nee. Das verjährt nicht. Nee. Das, was er getan hat, das verjährt nicht. Das ist richtig. Ja. Deswegen haben wir Glück, dass er nicht erkannt wurde oder wir mit ihm nicht gesehen wurden. Jedenfalls, Sylt soll heute ja gar nicht das Thema sein, sondern wir wollten ja eigentlich darüber reden, wie wir von der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, von vor 2 Jahren, jetzt hier gelandet sind und wie sozusagen der Weg, und wir haben das mal exemplarisch gemacht, dass das quasi dein Weg, Sascha, ist, wie der dann hier jetzt vorerst geendet hat und wie es jetzt von hier aus dann neu weitergeht. Also sag doch mal, was sich so in den letzten 2 Jahren bei dir verändert hat. Also, plauder doch einfach mal so ein bisschen aus dem Nächsten. Das wird ein interessanter Monolog an der Stelle. ich würde mal ganz grob einfach den Werdegang beschreiben, der vielleicht alle wichtigen Punkte abdeckt, was meine Karriere angeht, weil ich bin ja der Initiator von dieser ganzen Geschichte. Ich habe das ja vorgeschlagen. Wir sind auch in meinem Studio auf Papier. Wir haben das zu dritt entschieden, auch ausgesucht und so, aber das läuft alles über meinen Namen. Das hat aber auch seine Gründe, weil ich ja in dem Bereich halt arbeite. Dadurch, dass man halt Online-Videoproduzent ist, Content-Creator, Influencer, die ganze. Das wird nochmal die Geschichte. Du weißt, woran ich denke. Ich glaube, Online-Videoproducer. Ja.
Viele haben gedacht, wir haben ja andere Dinge vor. Die, ja, die Maklerin, ja. ich glaube, sie hat sich die anderen Sachen auch eher gewünscht. Ich glaube auch. Das wird auch nochmal eine Geschichte zu sagen. Auf jeden Fall, ich bin, also mein Name ist Sascha, wer mich nicht kennt, ja. Ich laufe unter dem Synonym Dalosch. Das ist tatsächlich ein Spitzname, den ich in meiner Kindheit bekommen habe, weil das auf Persisch oder so Brüderlein heißt. Ne? Irgendwie so Bruder, Brüderlein. Und wir hatten damals in der Freundesgruppe einen Iraner, der auch Sascha heißt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen für jemanden einen Spitznamen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, nimm mich. Und dann haben wir die ganze Zeit überlegt und dann hat er vorgeschlagen, halt Dadosch zu sagen. Also er hat wirklich Dadosch vorgeschlagen. Und das war so, ja, okay. Und dann haben wir daraus, ich hieß zwischenzeitlich dann immer Dodo, Dille, Didado, Dudu. Also das haben wir so abgewandelt als Kind halt. Ich war wirklich noch klein und jung. Und aber das ist, weil du das auch gut aussprechen kannst. Also ganz streng betrachtet, wenn du sagst aus dem Persischen, also aus dem Farsi. Farsi ist ja die Sprache. Bedeutet Bruder Dodosch. Dodosch. Und die Perser haben ja dieses O. Und das O haben wir im deutschen Wortschatz überhaupt nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann gesagt hat, okay, Dodosch, Dadasch, Dadosch. Mhm. Und dass es dadurch entstanden ist. Ne? Ja, das ist korrekt, weil ich erinnere mich dran, dass es nicht Dadosch clean war, sondern es sich so angehört hat. Genau, richtig. Und daraus ist das Ganze entstanden. Aber witzigerweise war ich dann ja, das war so, als das Internet so langsam losging zu der Zeit, auch in meinem Alter. Und trotz dessen hatte ich dann online immer andere Namen. Also ich hieß dann noch ganz anders. Die ersten Namen waren so Schakal oder sowas. Dann eher. Ja, ja, war ich 14 oder sowas, ne? Dann ganz lange war mein Online-Name in CS, wo ich auch ziemlich erfolgreich mit war, also so privat erfolgreich, oder Lans, Mias. Das ist passiert, weil ich meinen Kopf auf die Tastatur gehauen habe, um zu gucken, ob ich einen neuen Namen hinkriege. Und dann stand da irgendwie sowas in der Richtung, habe ich halt geändert. Ja. Den hatte ich, glaube ich, fast 10 Jahre oder so. Aber über welches Jahr reden wir, sagen wir mal, der Zeitpunkt, als Dadosch offiziell schwierig das erste Mal so genannt wurde? Sehr schwer zu sagen. Ich würde sagen, es war zwischen 12 und 15, würde ich so einschätzen. Also zwischen deinem 12. und 15. Lebensjahr? Ja, ja. Oder? Okay. Mein Alter, 12, 15. Ich bin jetzt 35. Das heißt 1970. nicht ganz. Noch rechnen, ich bin schon sehr alt. Das muss vor 20 Jahren ungefähr gewesen sein, Anfang 2000er. So zwischen 2002 und 2005, würde ich sagen, oder so. Warst du, ganz kurze Zwischenfrage, warst du so um die Anfang 2000er, weil ich bin noch sehr jung, das sieht man mir auch an, im Gegensatz zu euch, für alle, die es hier auf YouTube sehen. Also nehmen wir ganz, warst du so Anfang der 2000er, war Internet da schon für dich das Ding? Weil ich meine, wir haben ja auf der Herfahrt hier geredet, auch noch ein gutes Thema für irgendwann oder später. Erstes Handy, erstes Internet und so. Mhm. Also natürlich online Multiplayer oder so hat man mal gemacht, aber also ich meine 2000, da war ich 7. Da habe ich vielleicht, keine Ahnung, Siedler 3 auf dem Computer gespielt, aber mehr war da auch nicht. Also da war noch nichts mit online. Warst du schon so früh, dass du sagtest, hey, diese Internet, Online, vielleicht auch Spielewelt ist irgendwie was für mich? Da hast du schon irgendwie Erfahrung gemacht, oder? Also durch meinen Vater, der halt sehr früh einen Computer mit nach Hause gebracht hat und sich dann so ungefähr alle 2 Jahre immer aufgerüstet hat, sind wir sehr schnell in diesen Bereich reingekommen, weil wir durften dann immer den alten PC ausschlachten, mein Bruder und ich, und dann irgendwann halt auch meine Schwester. Und dann haben wir immer das so aufgeteilt, die alten Komponenten, bis wir uns dann mal selbst einen gewünscht haben oder irgendwelche Parts von einem Rechner aufgerüstet haben, gewünscht haben oder so. Aber ja, ich war schon sehr früh mit dem Internet in Verbindung durch meinen Papa. Ich würde sagen, Counter-Strike damals, das erste Mal, als ich es gespielt habe, war 1.3 oder so, die Kenner wissen es. Und da war ich ungefähr auch so 12, 13. Also das war heißt, wir sprechen von Schulzeiten. Ja. Hattest du da Freunde? Also warst du jetzt so der totale Nerd, ich habe keine Freunde und ich baue irgendwie Computer zusammen, also, die mein Vater mir herstellt? Oder hattest du schon Freunde? Tatsächlich, ich war auf jeden Fall immer der Klassenclown. Das war ich wirklich. Also ich war immer der Klassenclown. Aber ich habe überall auch reingepasst, glücklicherweise. Verstehe. Also ich bin nicht gerne aufgestanden morgens. Ich habe nicht gerne gelernt und ich war auch einfach generell stinkend faul heute noch. Mhm. Und trotzdem, wenn ich in der Schule war, hat es mir immer gefallen. Weil ich war nicht der beste Schüler, aber trotzdem, und das soll nicht irgendwie doof klingen, abgucken klingen, aber ich habe mich mit allen verstanden. Jeder mochte mich, ich mochte jeden. Es gab wenig Personen, die mich halt nicht mochten, weil ich mich ja auch damals schon so sozialtechnisch oder empathisch auf jeden eingelassen habe und jeden auch so behandelt habe, wie er behandelt werden möchte. Wenn jemand ein bisschen zurückhaltender ist, dann gehst du auf den auch ein bisschen vorsichtiger zu und so. Und das habe ich als Kind immer schon gemacht. Dementsprechend hatte ich in der Schulzeit ein einfaches Leben, hatte auch eine Freundesgruppe, eine feste, wurde aber auch,
ich habe so einen Knackpunkt im Kopf. Das war in der Grundschule. Hinten saßen natürlich die coolen Kids. Ich saß so in der Mitte, habe aber auch mit den coolen Kids immer was zu tun gehabt. Das war das erste Reihe. Nee, ich war immer ganz hinten. ganz hinten. Ja, nee, ich habe dann aber mich mit allen ja auch verstanden. Und als dann einer die Schule verlassen hat, wurde hinten Platz frei. Und dann haben die Jungs mich gefragt, ob ich nach hinten zu wollte. Oh, Ritterschlag in der 6. Klasse. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich halt nicht von meinem Schulnachbar, meinem Kollegen, halt wirklich ein Freund. Und ihn hättest du nicht mitnehmen dürfen. Genau, ich hätte ihn zurückgelassen. Müssen. Er hat gesagt, Exklusivitätsrecht nur für dich. Lass mich zurück. Ja, Bruder. Weißt du, geh du. Das ist für deine Zukunft. Ich habe mich dagegen entschieden und das war auch okay. Ehrenmann, und desto später so Schulzeit wurde, desto weiter vorne saß ich tatsächlich. Aber jetzt fällt mir so ein. Und dann aber auch bewusst. Also diese Plätze habe ich mir ausgesucht dann. Nein, das heißt, meine Schulzeit war gut und auch mit Freunden hatte ich viel zu tun, aber mit denen habe ich dann auch online auch was zu tun gehabt. Aber witzig, was du gesagt hast, hat direkt bei mir ein Bild hervorgerufen, an das ich mich noch sehr gut erinnere, und das passt zu dem, was du gesagt hast, dass du mit jedem gut kannst und dich ganz schnell in neue Freundes-, Kollegen-, Bekanntenkreise, fremde Personen hineindenken, hineinfühlen kannst und überall auch akzeptiert wirst und deine Person einfach wirklich so eine Freude und eine gewisse Empathie ausstrahlt. Ihr werdet euch beide daran erinnern. Ich habe auch insgesamt, würde ich schon sagen, ein recht großen Freundeskreis und einen sehr unterschiedlichen Freundeskreis. Ja. Ne, also ich habe jetzt noch mit meinen Freunden zu tun, die ich seit schon immer, ne, also wirklich seit über 25 Jahren kenne. Und an einem meiner Geburtstage, ihr werdet euch erinnern, habe ich gesagt, das sind ja alles meine Freunde, keine Fremden, und ich schätze jeden meiner Freunde auf seine eigenen Art und Weise. Also jeder hat mindestens einen Charakterzug, wo ich meinen Hut vorziehe, und ich finde, das macht Freundschaft auch aus. Und da seid ihr, meine ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mal das erste Mal dabei gewesen, als auch andere Freundeskreise dazugekommen sind. Weil sonst hatten wir irgendwie immer in Kiel miteinander zu tun. Und ihr kanntet einen Teil meines Freundeskreises aus Kiel. Das waren die, die ich im Studium kennengelernt habe. Mhm. Aber dann habe ich in einer Bar in Hamburg mal etwas größer gefeiert. Oh. Verschiedene Freundeskreise. Und das hat perfekt gepasst. Ich meine, es war im Sausalitos damals. Was, gegenüber oder in der Nähe von dem Casino, oder nicht? Nee, das war da, wo du mich mit Pommes beworfen hast. Das war nicht im Sausalitos. Das war nicht habe ich nie getan. Doch. Danach sind wir noch zusammen zu McDonald's gegangen, weil wir noch auf unsere Abholung gewartet haben. Ich weiß. Du hast mich mit Pommes beworfen. Aber du hast auch verdient. Ich bin mir ziemlich sicher. Du hast wieder irgendeine Scheiße gelabert. Oder hat was geklaut. Oder so. Ich habe noch nie bei McDonald's geklaut. Vielleicht habe ich dich mit deinen geklauten Pommes beschmissen. Ich habe noch nie bei McDonald's geklaut. Und das weiß ich nicht so. Aber du wirst wissen, worauf ich hinaus will. Das war wirklich so, ihr kamt dahin, völlig anderer Freundeskreis, und man hat sofort gemerkt, und das spiegelt, finde ich, dein Typ wieder und auch Jaspers, dass Leute sich in eurer Nähe direkt wohlfühlen. Und ich finde, das ist eine gewisse Empathie und auch eine Charakterstärke, dass man mit einer Vielzahl von Menschen, mit völlig unterschiedlichen Charakteren gut kann. Ich glaube, wir waren auch so, ich würde es immer behaupten, so umgangssprachlich die Quotendeutschen in der Runde. Und ich glaube, es sah auch sehr amüsant aus, wie wir halt da waren, weil wir haben optisch, glaube ich, nicht in diese Clique reingepasst, so zuerst. Vom Bizepsumfang meinst du? Sowieso. aber generell war das dann so, ich glaube, es hat nicht mal 5 Minuten gedauert, weil das Ding ist, durch dich haben wir halt diesen Kontaktpunkt, und deswegen kommt man sehr schnell in Gespräche. Ich persönlich bin ganz schwierig, wenn ich alleine auf irgendeiner Messe bin, alleine auf irgendwelchen Events war. Ich fühle mich ganz, ganz unangenehm, wenn ich dann keine Leute da kenne. Damit habe ich richtig Probleme. Ach echt? Ich kann mich schnell in Gruppen irgendwie einfügen, wenn ich so einen Anhaltspunkt habe oder so einen Schneidpunkt. So einen Anker, dass ich irgendwie ein Gesprächsthema habe oder mich jemand anspricht, das ist dann noch einfacher. Aber von meiner Person aus in eine Gruppe einzubrechen, die aufzubrechen, da reinzugehen und dann zu sagen, hallo, ich bin jetzt auch hier, darf ich mitreden? Nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Aber ist ja der perfekte Übergang, den du selber gebracht hast. Du warst also in der Schule dann irgendwann auch einer der Coolen. Du durftest hinsitzen, aber hast dich dafür entschieden, den Bruder nicht zurückzulassen. Genau. Und so. Und wie ging es dann weiter? Weil deine Schulkarriere war ja jetzt nicht... Vielleicht war auch mein Crush in meiner Nähe. Vielleicht wollte ich da auch nicht weg. Ich weiß es nicht Vielleicht genau. Vielleicht war auch sie neben dir. Nein, das war sie nicht. Ach so. Ich glaube, ich habe nie neben... Unter ihm. Ah, doch, ich habe gegen... Doch, irgendwann später. Vor ihm? Naja. Komm, gehen wir mal weiter. Auf jeden Fall, das war so der Anfang der Internetzeit, auch mit dem Nickname, den ich bekommen habe, aber da lief ich noch nicht unter dem Namen Dardosh Online, sondern halt andere. Hab dann mit Counter-Strike angefangen, mit Ego-Shootern und so weiter und so fort, durch meinen Bruder auch.
habe dann LANs gespielt, dann ging es in andere Spiele rein, alles gespielt. Über die schlechten Spiele für mich, das sind Strategiespiele, bin ich echt schlecht drin. Gegen meinen Papa und so haben wir die immer gespielt und halt Ego-Shooter. Bis dann halt irgendwann von dem Modem, von dem 56K, ich kling mich mal kurz ein, ihr könnt nicht telefonieren, Internet-Modem, ist halt zu DSL ging. Ne, sodass man halt dann eine vernünftige Leitung hatte und online spielen konnte. Ich muss jetzt mal der Gen Z erklären, was denn DSL war und was das eigentlich für ein Quantensprung war zwischen dem Modem, was 6 Minuten gebraucht hat mit den Tönen, die sich ins Internet eingewählt haben, bis du dann irgendwie eine Breitbandleitung hattest. Ja, das war wild. Du hattest ein Modem zu Hause, was du halt dann anmachen musstest und das hat sich halt eingewählt. Das Problem ist, er hat sich in deine Telefonleitung eingewählt, sodass dann deine Telefonleitung blockiert war. Das heißt, während das Internet lief, hattest du ein Besetzzeichen zu Hause. Mhm. Und früher hat man alles über Telefon geklärt. Du konntest mindestens 10 Telefonnummern auswendig von deinen Kollegen und so. Safe. Ich habe mal angerufen, hallo, ich bin Astan, darf ich Martin sprechen? Genau, ja. Also gehofft auch, bitte geh. Martin hat noch keine Hausaufgaben gemacht, ruf bitte später nochmal an. Bitte geht die Mutter ran oder so, weißt du, nicht den Papa. Richtig unangenehm. Ja. Und kennt ihr noch das Telefon mit der Wählscheibe? Ja, natürlich. Ich glaube, das haben wir nicht. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie das funktioniert. Mhm. Ne? Du musst es immer eine Nummer, das hat auch geil, das hat so satisfying, der Sound, so krrr, wenn du es so gemacht hast. Ja, das war mit cool. So einer Ohrmuschel. Ne? Und dann waren die auch so ganz komische Farben, so irgendwie dunkelgrün oder so Bordeaux-rot. Ich hatte ein Bordeaux-rotes. Ja, das hatten ich genau irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall ist das Modem halt. du hast eine Download-Geschwindigkeit von irgendwie 5 Mbit gehabt oder so. Also wirklich so katastrophal Verbindungen, die du teilweise hier in Deutschland jetzt immer noch hast. Aber es war wirklich unter aller Sau. Du hast, um ein Bild zu laden, du konntest zugucken, wie sich das halt quasi, ne, wie das durchlädt. Aber es war trotzdem faszinierend und neu und der Wahnsinn, dass das ging. Und dann halt ein paar Jahre, und das ging, glaube ich, ganz schnell. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das waren, vielleicht 2 oder so. Jahre später kam dann schon DSL. Das heißt, es hat keine Leitung mehr blockiert und plötzlich war das Internet auch einfach mal, ich würde jetzt sagen, 20 Mal schneller oder so, oder noch schneller. Hast du nur gezockt oder hattest du auch hier, was gab es, MSN, ICQ? MSN hatte ich tatsächlich nie. Das hatten die Leute in Soundcloud, glaube ich, gab es auch damals schon, oder? Als Netz, ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, die hatte ich gar nicht. Ich habe angefangen mit ICQ dann irgendwann, ja. Ich weiß nicht. Die hatte doch diesen speziellen Ton. Wenn du wenn du Nachricht bekommst. Und ich kann heute noch meine Nummer auswendig. Das ist mir beim Arbeitsamt passiert einmal, als ich musste zur Überbrückung nach meiner Ausbildung zu meinem Studium, hatte ich 2 Monate Überbrückung und dann habe ich als Aushilfe gearbeitet, wollte aber nicht irgendwie irgendwo anders fest angestellt, hat keinen Sinn gemacht, weil ich einen Schulplatz hatte, einen Studiumplatz und dann musste ich aber zum Arbeitsamt, damit ich Arbeitslosengeld kriege für die 2 Monate, bla bla. Und dann musste ich da meine Kontodaten eingeben und dann habe ich meine ICQ-Nummer da eingetragen. Aus dem Kopf heraus. Ich weiß nicht, warum. Und dann habe ich halt kein Geld gekriegt. Und ich so, hä? Wieso kriege ich denn kein Geld? Und dann haben sie nochmal gesagt, ja, kontrollier nochmal. Und dann lese ich das. So, ich sitze da neben dem, der das halt gemacht hat. Und dann lese ich diese Nummer und sehe so, das ist meine ICQ-Nummer. Ist und so, ja, weiß nicht, habe ich mich irgendwie eine Zeile verrutscht? Habe ich verschrieben? Hast du dein Bar da bekommen? Ich habe mein Geld dann bar bekommen beim Amt. Echt? Mhm. Haben sie dann verrechnet und dann hast du das bar bekommen. War gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, ja. Meine Nummer weiß ich noch. Könntest du dein IBAN auch auswendig? Nee. Nee, okay. Nee. Du? Nee. Ich kann meine Kontonummer halt immer noch auswendig natürlich. Also die kann ich halt auch, weil mit der loggst du dich halt auch ein im Online-Banking. Und aber so. Dann brauchst du ja auch nur noch die Bankleitzahl, dann hast du doch schon deine IBAN, oder? Brauchst du nur noch DE und dann 2 Zahlen davor? Hast du nicht hinten auch noch was? Ich weiß es nicht genau. Ja. Also ich kann meine IBAN auswendig und dazu gibt es eine kurze Geschichte, aber ich finde sie echt witzig. Ich war hier in Flensburg in einem Geschäft, das gibt es mittlerweile nicht mehr, war so eine Art Restaurant, eher so ein kleines Bistro. Und die haben Kumpir verkauft. Mhm. Kumpir sind diese großen Ofenkartoffeln. Und du machst hier den Inhalt der Kartoffel immer mit so einer Butter, ein bisschen weich. Und dann kannst du es füllen mit allem Möglichen. Super lecker. Und wir sind abends in das Geschäft, ne? Und hab 2 Kumpir bestellt. Hast gesehen, die haben irgendwie Öffnungszeiten ausgeschrieben gehabt bis 22. Ich war da irgendwie bummelig 21, 30. Laden tot, waren am Sauermachen. Ich frage hier, habe ich noch 2 Kumpel bekommen und so, ne? Und der junge Mann, ja, Bruder, mach ich dir. Ich so, okay, cool. Was sollst du haben? Ich so, ja, so und so. Und dann sagt er 18,90 oder irgendwie so. Und ich hatte halt einen 50er. Mhm. Und dann gebe ich ihm den 50er. Er sagt, Bruder, ich kann nicht wechseln. Ich so, hab nur einen 50er, also kannst irgendwie 20 haben oder 25 geschenkt, aber
So immer, zu viel dann auch nicht. Und dann sagt er, Bruder, weißt du, was wir machen? Du gibst mir 50 und ich überweise dir die Differenz auf dein Konto mit meinem Online-Banking-Account. So. Irgendwie war PayPal, glaube ich, zu der Zeit noch nicht gang und gäbe, ne? Und dann sage ich, okay, Buddy, alles gut, machen wir. Und dann sagt er, ja, kannst du irgendwie IBAN sagen? Und dann habe ich ihm meine IBAN genannt. Und ich weiß noch, dass er total baff war, dass ich ihm meine IBAN dann diktiert habe. Und er dachte, ich mache Witze. Ich so, nö. Also, ist ja, so, okay, ne? Dass du sie auswendig kannst. Ja, genau, dass ich dann auswendig kann. Und ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr euer Rückgeld im Restaurant überwiesen bekommt, Freunde? Meine Frage ist, hast du es denn dann wirklich gekriegt? Oder ja, war das ja, Ehrenmann. Hat er dir noch was abgebucht? Ja. Nee, hat geklappt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ja, das, so war das damals. Also das war alles neu mit dem Internet und auch mit den Zahlungsmethoden und so sowieso. Ja, um das mal ein bisschen abzukürzen, ich habe halt dann das Internet durchlebt, war immer in diesem Zocker-Business drin, aber sozial tatsächlich nicht abgeschottet. Mhm. Also heutzutage kennt man das ja, oder auch das war damals auch schon so, dass halt Kinder vor allem oder Jugendliche, die viel Zeit vorm Rechner verbracht haben, was ich auch getan habe, als Nerds abgestempelt wurden. Leider war ich kein typischer intelligenter Nerd, wie das meistens immer so, ne, abgestempelt oder in die Schublade gesteckt wird, weil die Nerds sind ja auch intelligent. Nee, ich war einfach nur, ja, ich war faul, hab nur das Nötigste getan, war viel vom Rechner und kannte mich dementsprechend halt auch aus mit diesen ganzen Geschichten am Rechner und so, damals noch, heutzutage nicht mehr. Hast du zu dem Zeitpunkt je einen Gedanken darüber verloren, dass man erstmal damit auch Geld verdienen kann? Nein. Und B, dass du damit irgendwann Geld verdienen wirst? Null. Natürlich nicht. Weil ich glaube, damals gab es das auch noch nicht so groß. Also die ersten Internetseiten, die dann halt kreiert wurden oder so, selbst da hast du noch keine Werbeplattform gehabt. Da hast du noch keine Werbung geschaltet oder so. Mhm. Ich glaube, das kam erst sehr viel später. Das war nur for fun. Genau, ja. Es war einfach sozial, so online quasi chatten. Dann Verabredungen hast du dann halt darüber gemacht dann irgendwann. Du hast halt ein bisschen Musik darüber gemacht. Du hast vielleicht auch ein paar Sachen runtergeladen, die nicht ganz so legal sind. Ich sage jetzt mal so ein paar Stichworte. Nur Leute kennen das. Freunde, ganz ehrlich. Emule, Kazaa. Ich weiß nicht, wer die Programme kennt, die beiden. Du hast, in dieser Zeit bin ich vielleicht auch mit den das erste Mal in Kontakt gekommen mit Videoinhalten für Person ab 18, weil du hast dir damals halt Musikvideos runterladen wollen und die wovon wurden, redet er? Die wurden dann so benannt, aber es waren halt dänische Western. Korn. Das waren halt Korn-Videos. Ja? Und das war sehr früh in meinem Alter, deswegen bin ich auch so verkorkst, glaube ich. Damit bin ich damals auch in Berührung gekommen mit dem Internet und diesen Videos, obwohl ich Musik hören wollte. Und dann irgendwann, als ich die Schule abgeschlossen habe, meine Realschule war das dann irgendwann. Das 10. Klasse? Mhm. Ja. Ich war auch, das war auch wieder mehr Glück als Verstand. Also ich bin da mit einem 3-Komma-Durchschnitt, glaube ich, durchgekommen. Und danach war ich ein Jahr lang zu Hause, weil ich keinen Ausbildungsplatz gefunden habe. Ich habe ja dann eine Ausbildung machen müssen, weil meine Mom hat immer gesagt, egal was du machst in deinem Leben, du kannst alles versuchen, alles tun lassen, was du willst. Teste dich aus, geh reisen, wenn du es erlauben und leisten kannst, wenn du es willst. Aber vorher machst du eine Ausbildung. Du kannst, wenn alles andere nicht funktioniert, immer wieder darauf zurückgreifen. Das war ihr immer wichtig. Und da man auf seine Mama hört, habe ich natürlich nach einem Ausbildungsplatz gesucht. Du hast ein Jahr lang nichts für unsere Gesellschaft geleistet, genau. Ist das richtig? Da habe ich dann mit Harry Potter angefangen zu lesen, weil ich dann immer bis 6 Uhr morgens wach war. Und da ich mir ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt habe, konnte ich halt nicht an meinem Rechner so lange sitzen, weil der schlafen wollte. Und dann bin ich halt irgendwie so ab, wenn er ins Bett ist, so zwischen 22 und 24 Uhr bin ich ins Wohnzimmer. Dann war mein Papa immer noch 2-3 Stunden wach, habe ich Fernsehen geguckt. Und als er ins Bett ist, bin ich entweder an seinem PC oder ich habe dann halt irgendwann Harry Potter für mich entdeckt und habe dann da angefangen zu lesen. Da gab es, glaube ich, schon 3 Bände oder so. Mhm. Und dann habe ich bis morgens, als mein Bruder und mein Papa aufgestanden sind, habe ich dann gelesen und bin dann ins Bett. Witzig. Das war bestimmt ein Dreivierteljahr meine Routine. Ja, krass. Das war echt wild. Und dann habe ich ja meine Ausbildung zum Koch bekommen, weil über Connection, Vitamin B, habe ich halt gehört, dass jemand aufhört und die halt einen Ersatz Auszubildenden suchen. Aber hattest du den Fokus auch aufs Kochsein gelegt? Okay, weil also du wolltest Koch werden. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen.
ich konnte mir nie einen Bürojob vorstellen oder irgendwas Strukturiertes von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr oder so. Das habe ich nie gesehen. Aber hast du gern gegessen? Hast du vorher gern gekocht? Nö. Also was hat dich daran gereizt zu sagen, ich werde jetzt kochen? Ich glaube, die Mütze oder? Die Fernsehköche, glaube ich, waren es. Also damals waren diese Fernsehköche so groß. Und ich glaube, das hat mich sehr imponiert. Und dann habe ich das ein bisschen meinen Freunden erzählt. Und ich bin auch mal ich lasse mich mal ein bisschen manipulieren manchmal. Wie du ja gemerkt hast. Dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall habe ich das dann halt auch den Mädels, mit denen ich befreundet war, erzählt. Und die haben dann gesagt, ja, als Koch, das passt voll gut zu dir. Und dann sehe ich dich auch im Fernsehen und so, voll gut und so. Ich so, den Mädels mit denen. Das schmeichelt. Ich dachte, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass sie sagen, oh ja, dann kannst du dir auch mal was für mich kochen. vielleicht wäre das auch in die Richtung gegangen dann. Aber das hat sich dann verlaufen, weil wenn man dann die Ausbildung anfängt, hast du kein Privatleben mehr. Dann wechselt sich das schleichend so, dass du irgendwann nicht mehr eingeladen wirst, weil du fängst deine Ausbildung an und in meiner ersten Ausbildung, wo ich war, 16, glaube ich, okay. So ungefähr. Die erste Ausbildung war ein Horror. Ich war da nur 3 Monate und die 3 Monate waren länger als die 10 Jahre, die ich im Mangos war. Also es war wirklich, also der Choleriker, der den Laden gepachtet hat, war auch Küchenchef und die Cholerikerfrau war Servicechef oder Chefin und die beiden haben das geführt und das war einfach ein Krieg immer. Mhm. Und als neuer Azubi wurdest du wie Dreck behandelt und die Gesellen, die da waren, die über dir standen, haben dich halt auch so behandelt, weil die das halt auch von oben so abbekommen haben. Das wurde immer so weitergegeben. Ja. Wobei bis zu einem gewissen Maß habe ich da Verständnis für. Also ich finde, eine Ausbildung ist auch dafür da, zu lernen, dass du nicht unbedingt eine Nummer bist. Du musst auch mal lernen, damit umzugehen, dass Leute über dir stehen. Und du musst auch mal lernen, damit umzugehen, dass es unangenehme Charaktere gibt. Und ich finde, das prägt einen im Leben. Also jeder, der eine Ausbildung macht, hat danach noch extrem viele Jahre, sich immer weiter nach oben zu arbeiten. Und dass man in der Ausbildung ein gewisses Maß an Respekt lernt, Disziplin lernt, aber auch mal lernt, wie es ist, auf den Kopf zu kriegen und von oben mal so einen runterzubekommen, auch wenn du vielleicht nicht mal was falsch gemacht hast, das macht die Ausbildung ja dazu, dass man sagt, das prägt dich in einem gewissen Alter. Ja. Ne, also ich sage nicht, alles ist erlaubt und jeder soll irgendwie schlecht mit dem anderen umgehen. Ne? Also das will ich nicht sagen. Aber zu einem gewissen Maße muss man auch lernen, wie es ist, wenn es scheiße ist. Also ich sehe das, dass du Respekt lernen musst und Hierarchie verstehen solltest. Ja, so ein Hierarchieverständnis. Das Problem ist, dass die Charaktere der Menschen und vor allem der Jugendlichen auch sehr unterschiedlich ist. Mhm. Ich war mit 16 nicht reif und sehr unsicher und auch, das war mein erster Job. So, ich war nicht wirklich selbstständig und wenn du dann nicht so ein bisschen unterstützt wirst, weil du so hingeführt wirst, dann brichst du halt darunter zusammen. Also ich war dann zu schwach für den Job in dem Bereich, also in diesem Restaurant. Andere haben es geschafft, aber ich bin halt morgens mit Magenschmerzen halt dahin und ich hatte halt auch, diese Schichten waren halt so und deswegen habe ich das mit dem Sozialleben erzählt. Du hast halt im Normalfall die schlechtesten Schichten gehabt als Auszubildender und die waren halt von 8 Uhr morgens bis 11 und dann musstest du, glaube ich, von 14 Uhr nochmal bis 20 Uhr. Du hast immer so Teildienst gehabt und das fast 5 Tage die Woche. Du hattest einmal eine gute Schicht, die war von 10 bis 18 Uhr. Das war die gute Schicht. Und das war's. Sonst hast du halt immer so den ganzen Tag verloren. Und natürlich samstags, sonntags, Feiertage, ganz normal. Du hattest am Montag einen Ruhetag, wo jeder andere wieder zur Arbeit muss. Und den ganzen Geburtstag, wo du eingeladen wurdest, hast du immer abgesagt. Ja, aber das hat ja jeder. Also würdest du sagen, die Zeiten, die Schichten und alles, was dazugehört, weil das ist ja ein Weg, den jeder gehen musste in dem Betrieb. Wärst du den gegangen, wenn der Rest gestimmt hätte? Wahrscheinlich ja, weil der Job, den ich da gut, ich muss dazu sagen, ich habe auch die 3 Monate über Teller gewaschen, Kartoffeln geschält, gepellt und ein paar Kleinigkeiten gemacht. Also gekocht habe ich da nicht, muss ich auch dazu sagen. Aber ich glaube, wäre das Ambiente und so ein bisschen, einfach das Feeling da gut gewesen, dann wäre ich da auch geblieben, weil die Leute, die da gelernt haben und auch ausgelernt haben, glaube ich, sind auch gute Köche. Das glaube ich schon. Also, ne? Aber für mich war es dann einfach auch nicht das Richtige. Und nach 3 Monaten, dann war ja die Probezeit rum und dann bin ich auch gegangen und auch nicht mehr wiedergekommen. Das war auch so, das war so eine Streitsituation, das war auch so absurd. Er hat mich für irgendwas angekackt, was ich nicht gemacht habe. Und nicht, was ich hätte tun sollen, sondern er hat mir eine Schuld gegeben, die ich halt nicht gemacht habe. Und dann war ich halt so, boah,
war ich so angepisst. Dann bin ich kurz im Pausenraum, da habe ich noch geraucht damals und bin halt in den Pausenraum eine geraucht schnell, um einfach runterzukommen für mich und so. Und dann bin ich halt wieder raus und dann kam er wieder entgegen, weil er mir wieder irgendwas vorwerfen wollte oder mir, keine Ahnung was. Und dann guckte er mich an und sagt, sag mal, nimmst du Drogen? Ja, wirklich. Ich so, hä? Dann, nimmst du Drogen oder so? Ich so, ja, okay, ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Meinte er, ja, hau ab. Und dann bin ich halt gegangen. Das war dann quasi die mündliche Kündigung, ja, oder? Naja, da bin ich gegangen und dann war ich wieder fast 4 Monate oder so arbeitslos. Aber glücklicherweise gab es Blockunterricht von der Schule. Und da hast du ja immer, glaube ich, so 4 Wochen Schule oder so. Mhm. Und dann 4 Wochen Arbeit, irgendwie sowas. Ja. Und genau in der Zeit, in der ich nicht in der Schule war, also beziehungsweise den Job nicht mehr hatte, genau in der Zeit gab es auch keine Schule. Und ich konnte nahtlos anknüpfen wieder in der Schulzeit. Okay, verstehe. Weil ich dann ja im Mangus angefangen habe. Durch Kontakte auch wieder bin ich dann da rangekommen. Aber eine Ausbildung wieder. Genau, ja, ich habe einfach weitergemacht. Ja, okay. Ich habe den Betrieb gewechselt. Wieder die Kochausbildung, nur in einem anderen Betrieb fortgesetzt. Du machst quasi einfach weiter dann in einem anderen Betrieb? Ja, du wirst halt abgemeldet, aber wenn du dann sagst, okay, ich suche halt gerade einen neuen Betrieb für denselben und du halt... Du verpasst halt auch keine Schulzeit, dann kannst du nahtlos ja einfach wieder anknüpfen. Verstehe. Du musst halt praktisch vielleicht was aufholen, theoretisch, aber das juckt auch nicht. Also so, das ist völlig egal. Ach, dann ist es ja streng betrachtet gar nicht eine abgebrochene Ausbildung gewesen, nö, sondern man kann es auch als Betriebswechsel Es wäre eine abgebrochene gewesen, wenn ich glaube ich... Also das Ding ist, meine Mom hat einmal gesagt, sie erzählt lieber... Das hat nichts mit irgendwie Degradieren von meinem Bruder zu tun oder sonst irgendwas. Aber sie hat immer lieber erzählt, dass ich Kochausbildung mache. Und das war für sie immer schöner zu erzählen als mein Bruder Mechatroniker. Das hat sich irgendwie cooler angehört für sie. So vom Ding her. Und vielleicht hat sie es auch nur erzählt, um mich aufzubauen, damit ich das nicht aufgebe. Weil ich glaube schon, dass der Job letztendlich keine schlechte Idee für mich war, auch wenn ich in dem Bereich nicht mehr arbeite. Aber ich habe die Ausbildung ja trotzdem beendet, dann im Mangus halt. Ja. Da habe ich dann ja angefangen. 3 Jahre sind das, oder? Dreieinhalb. Ich muss hier einmal... Ehrenrunde. Ich muss einmal nochmal hinten ranhängen ein bisschen, weil ich die Praxis vielleicht... Zu gut gemacht hast. Ja. Und die meinen, das ist unfair den anderen gegenüber. Der Schnitt wäre zu gering. Ja, genau. Deswegen musste ich nochmal die praktische Ehrenrunde. So wie in meiner Fahrprüfung. Das hatte ich auch. Bei mir zieht sich das auch so ein bisschen durch bei den ganzen Prüfungen. Warum seid ihr solche Flaschen, ganz ehrlich? Wie beim Bootsführerschein. Stimmt, da hast du auch vergeigt. Auch, aber da habe ich die Praxis richtig hingekriegt. Ich habe heute geschaut. Zu die theoretische Fahrprüfung verhauen? Ja. Bootsprüfung war da verhauen? Bei praktischen beim Auto. Weißt du, wie lange das her ist? Nee. Ich bin mittlerweile seit sage und schreibe 4 Jahren im Besitz eines Bootsführers. Ich habe nicht einmal Boot gefahren. Wie oft noch nicht einen Unfall gehabt. Noch keine Beanstandung. Okay. Bei wie vielen Fahrten? Darum geht es nicht. 100%ig unfallfrei gefahren in den letzten 4 Jahren. Ja, das ist nicht schlecht. Naja. Ja. Das soll er danach machen. Das stimmt, ja. Das ist schon beeindruckend. Auch in jeden Prüfung einmal durchzufallen, egal wie. Naja. Wo war ich? Ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Beendet. Genau, das habe ich beendet. Und hast dann du es gefeiert? Nicht wirklich, weil ich dann mehr, du musstest dir ja was Neues suchen. Was machst du danach? Ist das nicht, ich habe noch nie eine Berufsausbildung beendet. Ist das nicht so, dass du dann gesagt wird, also von deinem Betrieb, dass er gesagt, fantastische Arbeit, hier ist dein Zeugnis. Kriegst du das von deinem Betrieb? Nee, das kriegst du von Das kriegst du von der Schule. Okay. Aber dann gibt es eine Abschlussfeier, ja. Und dann bist du quasi damit aber raus, auch aus deinem Betrieb, automatisch. Ja, also natürlich besprichst du vor, ob du da übernommen wirst, was ich ja wurde. Also ich konnte dann ja, ich musste dann ja noch ein Jahr arbeiten, damit ich das machen konnte, was ich ja machen wollte. Und zwar, ich bin damals zu gegangen und habe ihn halt, also einen Betriebsleiter, habe ihn halt gefragt, welche Option ich habe, weil ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf Küche. So, das war halt so meine Ansage. Und dann, an dem Tag, an dem du deine Kochausbildung beendet hast, hast du ja, schon gesagt, vorher. Ich habe schon vorher mit ihm darüber gesprochen. Ah, ja, okay. Aber das war mir schon klar, dass ich das halt nicht mein Leben lang machen will. Okay. Und dann hat er mir gesagt, ja, mit der Basis, die du halt hast, hast du 2 Optionen, die mir jetzt einfallen. Du könntest in ein Hotelfach gehen, Hotelfachschule, dass du da halt weitermachst, oder du machst den Lebensmitteltechniker. Das ist halt wieder Schule. Was kann sich ein Mensch darunter vorstellen? Also was sind da so Anwendungsbereiche? Was machst du da, wenn du die Ausbildung quasi auch noch drauf bist? Also wenn du Lebensmitteltechniker machst, dann arbeitest du in der Lebensmittelindustrie. Meistens in der Herstellung oder in der Entwicklung oder in der Qualitätssicherung und so weiter. Das heißt, in den ganzen großen Firmen wie
Du kannst theoretisch dann auch in die Tiernahrungsproduktion gehen, so, ne, in der Richtung. Oder halt bei, was haben wir denn, Bofrost, Dr. Oetker, so die ganzen großen Firmen, Nestle. So, da kannst du halt hingehen damit, weil dieser Lebensmitteltechniker wird dann im Fachbereich aufgebröselt. Du suchst dir einen Fachbereich aus. Verstehe. Denn du gehst dann halt 2 Jahre Vollzeit an eine Fachhochschule wieder. Und das kannst du machen, wenn du, ich glaube, 5 Jahre Berufserfahrung hast als Koch. Oder wenn du eine Ausbildung hast plus etwas Berufserfahrung oder so. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau, warum ich noch fest angestellt habe. Ich glaube, entweder ich brauchte ein Jahr Berufserfahrung oder der Schulbeginn war nur einmal im Jahr. Und das hat nicht gepasst von meinem Abschluss zum Start zu diesem Studium. Ich habe mich dann für einen Lebensmitteltechniker entschieden. Und das war halt sehr spannend, weil du hast halt dann von jemandem, der dann 5 Jahre oder so fast gearbeitet hat und wilde Zeiten hatte mit Wochenenden, Feiertag, 7 Tage die Woche, Kieler Woche, Weihnachtsmarkt, all so ein Kram, hast du dann plötzlich einen geregelten Tag, wo du um 6 Uhr aufstehen musstest. Mhm. Du musst mit dem Auto nach Neumünster, musste ich immer. Das wunderschöne Neumünster. Wunderschön. Musst du nach Neumünster brettern und dann bist du da bis 14 Uhr in der Schule oder so mit wieder 20 anderen Leuten und lernst wieder Deutsch, Mathe, Physik, Chemie, Biologie und dann halt noch die Fachbereiche. Das war wild. Aber ich habe mich darauf sehr gefreut, weil ich dann halt gemerkt habe, okay, ich bin nicht doof, ich bin halt nur faul. Und wenn ich halt mein Geld dafür ausgebe, diesen Lebensmitteltechniker zu machen, weil ich musste Meister-BAföG aufnehmen, was ich auch zurückzahlen musste. Und komplett? Ja. Ja. Also du hast nur die Hälfte der Prüfungsgebühr zurückbekommen, wenn du die Prüfung bestanden hast. Okay. Weil ich habe damals den Höchstsatz bekommen, weil ich halt Miete bezahlt bekommen habe, Lebensunterhaltskosten, bla bla, den ganzen Kram. Und das habe ich dann halt angefangen und war auch ziemlich gut. Ich hatte einen Durchschnitt von unter 2 oder so. Und das, obwohl ich aus einer Realschule rausgekommen bin, gerade mal durchgekommen mit 3, irgendwas. Und ich hatte in den Hauptfächern 4-4-5 beim Abschluss auf der Realschule. Beim Lebensmitteltechniker hatte ich, glaube ich, 1-1-2. Wie lange ging das? 2 Jahre Vollzeit wieder Schule. Das heißt, wir haben jetzt ja mindestens einen Zeitraum von 5,5 Jahren, 5,5 Jahren nach der Schule, wobei ein Jahr lang nichts ein Jahr geleistet. Pause. Dann 3,5 Jahre Koch. 3,5, ja. Sind wir bei 4,5 und jetzt nochmal 2 Jahre. Ich hatte noch ungefähr ein Jahr dazwischen, ne, bevor ich zur Schule konnte. Okay. Circa. Vielleicht war es ein Dreivierteljahr oder ein halbes. Also ein recht langer Zeitraum, was mich interessieren würde, in der Zeit, was das Thema irgendwie online und zocken und oder YouTube und alles, was damit zu tun hat. Wie lief das in der Zeit damit? Hast du das nebenbei, hast du da was gemacht? Das fing noch gar nicht an. Es fing im Lebensmitteltechniker fing das an. Also als ich dann quasi dieses Studio gemacht habe, ich übrigens, wer meinen Fachbereich wissen will, ich bin gelernter Lebensmitteltechniker im Fachbereich Prozess- und Betriebsmanagement. Das habe ich abgeschlossen, 2 Jahre. Er klingt schon wichtig. Das klingt wichtig. Das klingt cool. Wie ein Bullshit-Job, ehrlich gesagt. Das ist schon nicht so übel. Also es ist halt viel, hat halt viel mit Zahlen zu tun und so, wenn du willst. Du kannst halt auch in die Qualitätssicherung gehen und so. Theoretisch kannst du damit auch alles machen. Du kannst auch in die Entwicklung gehen oder so. Aber dein Fachbereich war so ein bisschen, du hattest halt ja Betriebswirtschaftslehre und so. Okay, verstehe. Also halt, ne? So ein bisschen BWL-Fokus, genau, ja. Aber auch genau. In der Lebensmittelindustrie. Verstehe. Und ich glaube, nach dem ersten Jahr habe ich angefangen mit YouTube, weil ich hatte damals den Channel, den ich ja immer noch habe, der hieß früher anders, und den habe ich zu zweit geöffnet mit einem Kommiliton. Das wusste ich gar nicht. Der gute alte Kerogal, so hieß er halt online, also ich dadurch, er Kerogal. Heißt ein Lebensmitteltechniker, Kollegen, also das war doch kein Studium, oder? Naja, doch. Aber das sind auch Kommilitonen. Ne? Ja, also okay. So würde ich das jetzt sagen. Es kann auch ein Schulkollege gewesen sein, wie man es halt definiert. Ne? Okay. Der Channelname ist sehr cringe, aber damals war das so, dass man vieles hat man auf Englisch gemacht und hat gesagt, was du in deinem Channel machst. Das heißt Let's Play zum Beispiel. Ne? Wenn du Spiele kommentiert hast, waren es Let's Plays. Oder wenn du Commentary machst, hieß es halt Commentary. Und du hast natürlich dann in diesem Dings auch am besten deine Sprache drin gehabt und so. Das war, meine Business-E-Mail-Adresse ist immer noch so. Der Channel hieß damals Finest German LP. Stimmt, das sagt mir was. Ja, ja, das ist ein wilder Name. So haben wir den kreiert, zu zweit. Über welches Jahr sprechen wir ungefähr? Ich hatte vor kurzem mein 10-Jähriges auf YouTube, ne, ungefähr. Also erst, ich hätte gedacht, dass du das schon länger machst, also noch länger machst.
Also vielleicht sind es jetzt, so 11 oder 12 Jahre. Und du musst ja mal dazwischen sagen, da kannten wir uns dann ja schon. Also da haben wir dann ja schon zusammen gearbeitet. Genau. Während er den Lebensmitteltechniker, weil das war eben noch meine Zwischenfrage, du hast dann ja während des Lebensmitteltechnikers noch parallel auf Nebenjobbasis im Mangos gearbeitet. Ja, aber nicht Nebenjob mehr als Koch. Das stimmt. Ich habe nämlich dann mit dem Studium gesagt, okay, dann habe ich halt meine Berufszeit abgesessen in der Küche, konnte dann ja in den Lebensmitteltechniker gehen und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne hier bleiben, aber ich würde gerne in die Bar, weil das ist halt für die coolen Kids. Also da sind die coolen Kids. Und das habe ich gemacht. Dann hat damals halt, er hat immer, ja, immer ein offenes Ohr gehabt und hat immer ein offenes Ohr und war halt dann auch sehr supportive und hat gesagt, klar, wenn es dir keinen Spaß macht, dann können wir dich hinter der Bar mal ausprobieren und dann gucken wir mal, ob du dich da gut anstellst. Und das habe ich augenscheinlich. Dementsprechend habe ich dann die ganze Zeit in dieser Lebensmitteltechnikerzeit hinter der Bar gearbeitet, was ja auch zeitlich sehr gut gepasst hat, weil da gab es ja keine Frühschicht und ich habe halt meistens schon dreimal in der Woche habe ich ungefähr gearbeitet, schon, würde ich sagen. Und da habe ich dann die beiden Jungs halt kennengelernt. Ich war dann halt hinter der Bar und dann, ich weiß gar nicht, wer von euch zuerst kam. Du kamst zuerst, warst du dann wieder weg, oder nicht? Nee, er kam einen Monat vor mir, aber ich war zwischendurch nochmal ein paar Monate weg. Ah ja, okay. Das war dann ja, aber das müsste ja mein erstes Jahr noch gewesen sein. 2012. 2012 war das. Boah, ich habe die ganzen Jahre gar nicht im Kopf. Ich mir vorher mal alle aufschreiben müssen, damit wir so einen roten Faden haben. Aber so kann man ein bisschen in Erinnerung schwelgen und ein bisschen nachrechnen. Ja, das haben wir dann, da haben wir uns kennengelernt. Und zu der Zeit fing es dann auch irgendwann an, so ungefähr nach einem Jahr oder so, dass ich diesen Channel gegründet habe und dass wir den dann halt auch bis zu den Prüfungen damals zusammengeführt haben, auch richtig viele Videos rausgebracht haben. Die ersten Erfolge hatten wir dann und so, sind dann Netzwerk gekommen. Das wusste ich alles überhaupt nicht. Also ich wusste noch nicht mal, dass du den Channel damals mit einer anderen Person zusammengegründet hast. Das war mir alles gar nicht klar. Ich habe auch keinen Kontakt mehr mit ihm. Also es war nie, das ist nie böse auseinandergegangen. Es war halt, er hatte halt irgendwann eine Freundin gehabt. Und, wie das halt so ist. Ja, du nicht. Ist so. Ja, das ist richtig. Und naja, damals war ich ja noch verheiratet. Stimmt. Der Part kommt auch noch. Naja, der Part ist halt schon die ganze Zeit da, weil in meiner Ausbildungszeit war ich halt schon verheiratet. Aber das war jetzt nichts, was natürlich mein Werdegang irgendwie, ach gut, das hat es bestimmt geprägt, aber ich wusste jetzt nicht, ob man es erwähnen muss. Aber ja, ich war verheiratet. Ich glaube, 2 Jahre oder so. 2 oder 3. Ich war auf jeden Fall 7 Jahre mit ihr zusammen. Wir haben uns im 7. Jahr getrennt, wie man es halt so kennt, das verflixte 7. Jahr. Und ich glaube, ich war so 3 Jahre mit ihr verheiratet. Und dann habe ich mich scheiden lassen. Und die Scheidung war auch in dem Lebensmitteltechniker in dem Zeitraum, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das erinnere ich alles noch. Ja, ganz da, genau. Stimmt, da haben wir ja viele Gespräche miteinander geführt zu der Zeit. Ja, ja. Das ging wenn gut du dich erinnerst. Also wirklich, da haben wir viel miteinander gesprochen und denke rückblickend, hast ja, das stimmt, das hat alles richtig gemacht. Also wirklich ja. Für beide Parteien, sage ich immer. Ja, definitiv. Also ich finde es, jeder Mann ist es der Frau, mit der er zusammen ist, schuldig, ehrlich mit ihr zu sein. Und zur Ehrlichkeit gehört es manchmal auch, eine Entscheidung zu treffen, die für den anderen im ersten Moment vielleicht nicht schön ist. Aber oft erlebt man das, dass wenn etwas Zeit vergeht, der andere Mensch ohne dich wieder viel glücklicher ist, weil der Mensch an der Seite eines Menschen sein kann, für den diese Person das perfekte Puzzleteil ist. Und das schuldet jeder Mann einer Frau. Und ich finde, da hast du sehr viel Größe gezeigt und da habe ich dich noch mehr respektiert als vorher. Danke. Ja, kleines Beispiel dazu, weil also Aslan hat damit natürlich recht. Es ist super beängstigend, nicht nur eine Beziehung zu beenden, sondern eine Ehe zu beenden, weil das halt viel mehr beinhaltet. Wir haben ja zum Glück keine Kinder gehabt, aber wir hatten auch 2 Katzen, auch wenn das natürlich was anderes ist, aber trotzdem. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung, sind relativ frisch umgezogen in die neue Wohnung und so. Aber ich habe mich dann scheiden lassen und wir haben uns das erste Mal nach ein paar Monaten wieder gesehen beim Amt, beim Gericht. Ja. Und da saßen wir im Warteraum einfach nebeneinander und haben uns unterhalten. Sie hat mir erzählt, wie es ihr geht, dass sie glücklich ist, dass sie jemanden kennengelernt hat wieder und bla bla. Schön. Also das war halt so, ihr ging es gut und auch es war kein Groll mir gegenüber. Mhm. Vorher war sie natürlich, am Anfang war sie traurig, wütend. Ja, so die ganzen Phasen sind halt durchgespielt. Auch ich war ja unsicher. Aber für mich wusste ich halt, dass es die richtige Entscheidung ist und dass es keinen Weg zurückgeht. Und letztendlich, ja,
mussten wir zwar im Gericht selbst so weit wie möglich auseinandersitzen. Das war ja Pflicht. Das hast du immer, ne? Das war immer irgendwie Kläger, Beklagter. Mhm. Und bei Gericht ist es so, dass du in der Regel denjenigen hast, der den Antrag, den Scheidungsantrag gestellt hat. Mhm. Und grundsätzlich ist es in Deutschland ja so, dass du dich nicht ohne Anwalt scheiden lassen darfst. Mhm. Und in der Regel ist es auch so, dass beide Parteien einen Anwalt brauchen. Mhm. Es gibt eine Ausnahme in Deutschland, das sind die sogenannten einvernehmlichen Scheidungen. Mhm. Da ist es möglich, dass der Antragsteller anwaltlich vertreten ist, den Scheidungsantrag einreicht und ihr grundsätzlich nichts mehr habt, worüber ihr streitet. Mhm. Und wenn ihr nichts mehr habt, worüber ihr streitet und der sogenannte Antragsgegner lediglich zuwilligt und die Einwilligung gibt zur Scheidung, dann ist es möglich, sich in Deutschland scheiden zu lassen mit nur einem Anwalt. Okay. Mir wurde damals auch einer gestellt und alles, weil ich hatte keine Kohle. Und ich. Hättest du nicht sogar noch hier Unterhalt von ihr bekommen können? Ja. Ich hätte Geld von ihr bekommen, weil sie hatte einen guten Job. Ich war halt zu der Zeit halt in dem Studium, habe halt einen Nebenjob gehabt und BAföG bekommen. Und dementsprechend hieß es halt, ja, willst du halt Geld haben von ihr Unterhalt? Und das habe ich natürlich verneint, weil es für mich, das kam für mich null in Frage, sondern weil es ging mir auch so gut, wieso soll ich irgendwelche Almosen, wofür, was habe ich geleistet, dass ich von ihr Geld bekomme? So, wenn es dir so gut geht, hättest du mal einen Anwalt zahlen sollen, du Flasche. dazu kommen wir, pass auf. Ich habe dann ja einen gestellt bekommen und der hat mich auch ein paar hundert Euro quasi gekostet, aber es hat ja das Land übernommen. Das Problem ist, nur die ersten 5 Jahre, weil wenn sie sich dann deine... Ja, dann deine, kommen sie auf dich zurück, genau, und sagen, und hier, ja. Aus dem Nichts hatte ich irgendwann nach 3 Jahren oder so mal einen Brief zu Hause, dass ich ja jetzt gut verdiene und dass ich jetzt mal langsam den Anwalt bezahlen könnte. Muss ich das zurückzahlen? Ich habe meine Buße getan, ja? Also ja, ich habe den Anwalt dann auch bezahlt, aber das war auch alles okay. Genau, ja. Und dann habe ich diesen Lebensmitteltechniker abgeschlossen und zu der Prüfungszeit, als er seine Freundin bekommen hat, und er auch mehr den Fokus auf die Prüfung gelegt hat und dann auch immer weiter ein bisschen YouTube vernachlässigt hat, was ich verstanden habe, haben wir dann irgendwann uns entschieden, dass ich das einfach nur fortführe und er nicht. Ja, verstehe. Und das war auch okay, also das war vollkommen legitim und so. Dann hat sich das auch persönlich verlaufen? Genau, ja. Wir hatten dann nach dem Studium, also ich habe, glaube ich, zu gar keinen mehr Kontakt. Also, was heißt, ich glaube, ich habe zu gar keinen mehr Kontakt. Ja, aber okay. Zu nichts war es irgendwie böse oder so, aber irgendwie... Ja, andere Interessen und man hat es halt nicht gepflegt. Ne? Wie man es manchmal kennt. Dann hast du doch kurzzeitig auch mal studiert, oder nicht? Genau, dann wusste ich halt nicht, was ich machen soll danach, weil ich habe dann versucht, mich zu bewerben. Ich habe das verwechselt. Das war nicht in dem Studium Scheidung, sondern dann beim BWL, weil... VWL? BWL. Ach echt? Ich habe dann nämlich, das weiß ich noch, da habe ich nämlich noch unten mit ihr zusammen gewohnt und da habe ich nämlich einen Job gesucht nach dem Lebensmitteltechniker. Und dadurch, dass ich verheiratet war, musste ich im Norden gucken. Und die Lebensmittelindustrie, die Fläche, ist dafür nicht wirklich sehr groß, sondern eher im Süden. Da hast du viel mehr. Deswegen weiß ich noch, da ich ortsgebunden war, konnte ich halt nur wenig Bewerbung schreiben. Ja, verstehe. Habe halt nichts bekommen. Und deswegen habe ich halt überlegt, was ich machen soll. Und ich hatte YouTube die ganze Zeit weitergemacht. Es hat mir aber vielleicht 30 Euro im Monat gegeben oder so. Es hat wirklich nichts abgeworfen, ne, die Werbeeinnahmen. Ich hatte damals unter 10.000 Abos und dementsprechend auch wenig Klicks und so. Keine Werbepartner. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich will dann einfach studieren und gucken, ob ich dann noch ein bisschen weiterkomme, bevor ich halt nichts mache, weil ich ja nebenbei immer noch im Mangus gearbeitet habe, mein Geld verdient habe und so. Und dann, das war dann mit der Scheidung. Zum Anfang von BWL, zum ersten Semester, kam das mit der Scheidung und so. Genau. Und dann ging es mit YouTube los. Da habe ich damit angefangen, plötzlich Geld zu verdienen, von heute auf morgen. Aber du warst doch erst eingeschrieben zum ersten Semester in der Betriebswirtschaftslehre. Und wie lange hat es gedauert von dem Zeitpunkt, als du das erste Mal in der Vorlesung saß, bis... Nee. Bis ich nicht mehr in der Vorlesung saß. Come on. Wie oft sagst du in der Vorlesung? Ich glaube, unter 10 Mal. Ja. Ich habe die Gruppenarbeiten sehr genossen. Ich hatte in meiner Gruppe 4 Frauen, die alle bildhübsch waren. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, muss ich gestehen. Also ich wurde wirklich, wirklich gut aufgenommen da. Die waren alle nett und so. Und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich halt mit den beliebten Mädels in einer Gruppe war und so. Das war ja alles durch Zufall. Und deswegen hat mir das zur Uni zu fahren auch Spaß gemacht und da auch zu arbeiten.
Aber als ich dann meine erste Prüfung Klausur geschrieben habe, du hast eine Klausur mitgeschrieben? Ja, ich weiß aber bis heute nicht, was ich bekomme. Also, ich habe das Fach. VWL oder so, glaube ich. Es war eine Katastrophe. Und dann dachte ich so, dann hatte ich auch Probleme in Kiel mit Frauen. Das ist ein Podcast-Thema für sich. Staffel. Pass auf, daraus entstand halt dann die Idee, dass ich gar keinen Bock mehr auf Kiel habe, weil ich hatte keinen Bock mehr auf die Frauen in Kiel, weil ich halt so 2-3 Positionen hatte, die mich sehr gestört haben. Und dieses BWL-Studium war eindeutig nicht mein Ding. Und YouTube hat plötzlich mir irgendwie 3.000 Euro oder sowas im Monat abgeworfen, weil ich damals halt mit dem Stream angefangen habe. Und das hat am Anfang sehr reingeschlagen. Und dann dachte ich mir, vielleicht machst du dich einfach selbstständig mit YouTube. Wird schon klappen. Und wo machst du es? Nicht in Kiel. Ziehst einfach nach Dortmund. Kurze Zwischenfrage. Warum? Also, du hättest ja überall hingehen können. Ne? Ja. Internetanschluss gibt es halt überall. Mhm. Wie kommt man auf Dortmund, wenn man die Wahl hat, überall hinzugehen? Also erstmal wollte ich ja weg aus Kiel, das war ja das Erste. Und zweitens hatte ich ja damals, vielleicht kennt ihr jemanden, Dalukart und so, also einen sehr, sehr großen deutschen Influencer, einer der bekanntesten Gesichter, würde ich sagen, von den deutschen Streamern, der überall dabei ist und immer alles ziemlich gut macht, sehr beliebt ist. Mit ihm bin ich befreundet und war ich damals schon. Und er hat erzählt, naja, wenn du dich selbstständig machen willst, warum guckst du dich denn nicht hier um? Du kannst ja nach Dortmund ziehen, dann können wir halt von hier aus auf Messen und so, weil von Dortmund aus kommst du schnell nach Köln und zu Flughäfen und so weiter. Aus Kiel ist es schwieriger. Oh. Wenn du da nach Köln willst, auf die Gamescom und so weiter, brauchst du halt eine 4-5 Stunden Autofahrt und von Dortmund aus fährst du halt eine Stunde und so und also Kram. Und da ich dachte, okay, ich will ja eh raus aus Kiel. Damals hieß noch ein anderer Kollege, mit dem wir viel gemacht haben, Liquid Duck, der hat nämlich auch in dem Dorf gewohnt bei ihm. Und dann ist Dalo für mich eine Wohnung besichtigen gegangen, hat ein paar Fotos geschickt. Damals, wie viel hat die? 560 Euro warm hat die Wohnung gekostet. Mhm. Und ich habe im Monat, nachdem ich hatte zwar diese guten Monate, 2 Stück, aber fest rechnen konnte ich mit 600 Euro. Alles andere war halt sehr fluktuide und wenn ich Glück habe und so. Aber das andere waren so, eigentlich hatte ich nur 600 Euro im Monat oder so. Ne? Und ich dachte, ja, okay, scheiß drauf, mach's einfach. Und meine Mom und meine Schwester haben damals gesagt, als ich das vorgeschlagen habe, weil ich mir unsicher war, ja, du wirst es halt bereuen, wenn du es nicht versuchst. Du kannst immer wieder zurückkommen. Und du hast zur Not eine Couch oder eine Matratze und dann kommst du wieder auf deine Beine, alles gut, aber versuch's, ansonsten bereust du es, wenn du es nicht versucht hast. Absolut richtig. Ja. Sowas würde ich unterschreiben, immer unterschreiben. Mhm. Und damit fing das halt an. Dann bin ich nach Dortmund und dann ging das auch sehr schnell nach oben, weil ich dann meine Nischen gefunden habe. Damit fing das halt an, dass ich dann halt. Aber so Dortmund super lange bist du ja in Dortmund nicht gewesen. Ein Jahr. Ich erinnere mich da noch an das einen war Umzug. Wieder. Einen der Grund des Umzuges war wieder eine Frau. Ja. Ja, ja. Ja, dann haben wir recht zeitnah, ja, dann nach einem Jahr, deinen Umzug wieder zurück nach Kiel gemacht. Ne? Genau, wir hatten einen legendären letzten Abend in Dortmund, wo ein Langfinger unterwegs war. Mir wurde was ins Getränk gemischt. Ja, in viele Getränke. Mhm. Und dann ja, war halt der Umzug, den ich halt beigewohnt habe und zugeguckt habe. Ja, das war schon. Mal wieder nichts geleistet. Also das war schon, ich glaube, du hattest, und das muss man ja auch mal sagen, schon schlimmer erlebt, du hattest deine Kisten und so gepackt. Ich hatte alles sortiert. Also es sortiert, war grundsätzlich alles, ja. Schon vorsortiert, ja. Aber danach war es... Er hat für uns seine Kisten gepackt, das ist richtig. Ja, danach war es auch Also ich habe schon natürlich auch Sachen geschleppt, aber wenn wir ganz ehrlich sind... Bro, du hast einen Zollstock getragen oder so. Du hast keine Sachen geschleppt. Ich habe auch Kisten geschleppt. In dem Sinne, dass du irgendwie Kartons bewegt hast oder irgendwie so einen Teil des Kleiderschranks angefasst hast. Ich habe auch Sachen... Du hast nichts geleistet. Ich habe auch Sachen getragen. Du hast auch vor allem ein... Ja, du hast eine sehr große Sache getragen, aber... einen Umzugswagen bestellt, der dann am Tag danach, als dann nach dem Abend dieser Umzug war und wir alle so ein bisschen noch in den Seilen. Das war auch gut gemacht. Also wir haben erst den Umzug gemacht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir nochmal den Abend ausklingen, weil das war besser als andersrum. Mhm. Aber hast du dafür gesorgt, dass das ein Kleinlaster eigentlich war, den du aber mit so einer Plane zugemacht hast? Ich habe ein anderes bestellt damals. Und dann sind wir von Dortmund nach Kiel gefahren, zu dritt, wie auf dem Bock. Und diese Plane im Hintergrund immer, also das war... Da hing so ein halber Teppich noch raus an der Seite. Die Ladung war das nicht gesichert. Nicht. Ja, ja. Also es war schon sicher, aber es hat sich nicht sicher angefühlt. Weil wir hatten das 2-3 Mal sind wir angehalten und haben kontrolliert und da war alles, da hat sich nichts bewegt, da war alles gut. Aber es sah nicht so aus, es hat sich nicht so angefühlt. Das war schon, und vor allem waren wir alle sehr verstrahlt. Ich hatte nicht die Angst, dass irgendwas hinten rausfällt und irgendwie jetzt jemanden erschlägt oder so. Aber also, dass der Teppich da manchmal links rausgeguckt hat, das war schon so ein bisschen... Das gehört so. Ja, ja. Das war wild.
Das war aber auch sehr spannend, weil dann, als es damit fing ja quasi mein Erfolg an, das gute Geld verdienen, habe eine schöne Wohnung in Kiel gehabt und so weiter und ne, das, damit ging es ja quasi alles los. Ich möchte es auch abkürzen, weil ich auf jeden Fall hier bis zu diesem Zeitpunkt kurz kommen möchte. Und, weil du ja bis heute noch in Kiel lebst. Das ist korrekt. Bis heute wohne ich noch in Kiel. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist nämlich so, dass ich in Kiel gelebt habe und noch lebe. Es gab gute und schlechte Phasen, auch finanziell. Es gab Fehler von Finanzamtsseite, beziehungsweise Fehler von Steuerberaterseite, Fehler von meiner Seite, was viele Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Auf jeden Fall bin ich jetzt seit 2 oder 3 Jahren wieder auf einem sehr guten Fuß und habe alles an Problemen ausgeglichen in den letzten Jahren, die als Fehler quasi abgestempelt wurden. Und kam dann letztes Jahr auf die Idee, dass ich gerne ein Studio mit den Jungs hätte, weil wir hatten ja schon vor 2 oder 3 Jahren diesen Podcast angefangen. Und das war immer online. Wir haben uns dann verabredet, er mit seinem Arschmikrofon da und seinem Laptop. Und Arschmikrofon? Ich habe gesagt, Bro, schick mir das liegt einen am Link. Laptop. Es liegt und dann Laptop. Hast du mir einen Link geschickt und sagt hier, das Mikrofon ist gut ist und das habe ich gekauft. Das habe ich immer noch. Es ist auch gut, aber es ist nicht gut in Verbindung mit einem USB-Laptop-Verbindung. Also die Qualität kann nicht so gut da rauskommen, das ist das Problem. Ja. Aber das ist halt und das es ist auch einfach was anderes, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, als wenn jeder bei sich im Büro, im Studio, in der Wohnung oder sonst wo hockt. Ne? Ja, es fühlt sich halt an wie so ein Pflichttermin, den wir dann abhalten, weil wir müssen uns um 19 Uhr treffen, dann müssen wir uns überlegen, über was wir quatschen wollen oder so. Wir haben das viel zu starr aufgebaut damals, weil wir es unbedingt machen wollten. Mhm. Die Folgen fand ich trotzdem cool, über die wir uns unterhalten haben, aber sie waren zu strukturiert und zu gezwungen manchmal im Gespräch. Weil sich das hat sich teilweise unnatürlich angefühlt. Wenn ich jetzt reinhöre in die Dinger, sind die ganz cool, aber man merkt, dass wir unsicher sind. Wenn ihr heute mal in die Folgen reinhört, dann merkt ihr eine Unsicherheit im Gesprächsflow. Und ich glaube, das ist halt automatisch 10-mal besser, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man zusammen in einem Raum ist, wenn man sich vorher trifft, wenn man vorher zusammen Kaffee trinkt und einfach ein bisschen schnackt oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ich schlage den Jungs das mal vor, das war am Weihnachtsmarkt. Kieler Weihnachtsmarkt. Das war 23, Jahr. Genau. Und wir hatten immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir den Podcast wieder aufleben lassen wollen. Aber wir haben nie diesen Schritt gewagt, das mal wieder fest zu versuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind auf dem Weihnachtsmarkt und ich wollte für 24 einige Änderungen für mein Leben haben. Und habe auch vieles geändert. Und unter anderem war halt dann mein Wunsch, ein Studio zu haben oder mich danach zu erkundigen, ob das vielleicht mal in Frage kommt. Das heißt, Immobilien angucken, so ein bisschen, ne, Gewerbeflächen angucken. Und das ja, haben die beiden Jungs dann unterstützt und haben gesagt, klar, wenn du das machst, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass wir dann zusammenkommen und dann auch diese Regelmäßigkeit aufrechterhalten können, dass wir halt x-mal im Monat eine Folge bringen können. Und dann haben wir gesagt, okay, ich gucke dann Anfang 24 mal nach irgendwelchen Immobilien. Und ich habe mir eine einzige angeguckt. Online habe ich die ganze Zeit gesucht, weil ich wollte zwischen Kiel und Flensburg, weil du ja in Flensburg wohnst, nicht in Kiel, wir in Kiel, dachte ich, okay, der Schnittpunkt davon wäre gar nicht so schlecht, so Eckernförde, Schleswig, sowas in der Richtung, dass jeder halt so eine halbe Stunde Fahrt hat oder sowas. Ne? Es gab noch nichts Cooles, so in diesen Bereichen. Und dann irgendwann habe ich halt die Anzeige von diesem Studio hier gefunden, welches in Flensburg ist. Ne? Und preislich sah das gut aus und von den Bildern her sah es genauso aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir die ganze Zeit, wenn ich mir ein Studio angeguckt habe, in meinem Kopf war es mit Säulen. Ihr könnt das, glaube ich, auf dem Bild jetzt gar nicht noch nicht sehen, aber wir haben vier Säulen hier, die im Raum sind. Die nehmen zwar Platz weg, aber die haben Charakter, sieht cool aus, es ist ein Highlight und so. Und ich habe das halt gesehen, dachte so, weißt du was, schreib's da einfach mal hin. Ja, ich habe den Jungs ein paar Bilder davon gezeigt und so, guck an. So. Und dann haben wir versucht, dann habe ich eine Bewerbung geschickt. Ich habe die Zusage bekommen, dass ich mir es angucken darf. Habe versucht, zu dritt einen Termin fit zu machen, dass wir uns das angucken können. Ein Bengel konnte denn nicht. Das wird auch nochmal eine Story für sich. Genau, der konnte halt nicht. Und deswegen haben Aslan und ich uns das hier den einen Tag angeguckt. Das ist jetzt wie lange her? 3-4 Monate? 3-4 Monate? 3-4 Monate ungefähr, ne? Ja. Ja. Ungefähr. Haben uns das zusammen einmal angeguckt und wir wussten beide, als wir hier uns das angeguckt haben mit dem alten Mieter, der hier noch drin war, hätte der jetzt hier einen Mietvertrag,
Das wäre vom Fleck weg, wäre eine Unterschrift drauf gewesen. Das war sofort klar, weil alles passt. Die Lage ist insane. Der Preis für das, was wir hier bekommen, ist sehr, sehr gut. Sogar ein Stellplatz mitten an dem Hotspot, in dem wir sind, ist vorhanden. Ja, also es mehr ist wirklich nicht optimal. Mhm. Und dann diese Säulen. Das hat mich so aus dem Leben gekickt hier, dass das da ist. Was ich halt nie vergessen werde, ist, als sie fragte, ja, junger Mann, was haben Sie denn vor und so, ne? Und ich, wie ich dann bin, ja, hier Online-Videoproduzent. Und du hast so richtig ihr Gesicht gesehen, was sie dachte mit Online-Videoproduzent. Und jetzt kommt aber der Punkt, ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen enttäuscht war, als sie erfahren hat, dass du nicht so ein Online-Videoproduzent bist. irgendwie schon. Also das war so, sie hat noch 2-3 Mal nochmal nachgefragt, ob das nicht wirklich doch in diese Schiene geht. Nicht aus dem Interesse heraus, dass sie dann sagt, das ist aber komisch, lass mal nicht, sondern wirklich so, da war sehr viel Neugier dahinter. Ja. So, das war sehr wild. Das war dann die Maklerin, die wir danach erst kennengelernt haben. Ganz liebe Frau, super sympathisch. Ja, ja. Mit ihr hatte ich am selben Abend noch telefoniert, dass ich dieses Studio haben möchte. Stimmt, bei mir aus dem Garten heraus. Genau, und da war sie schon sehr zuversichtlich. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Tage später oder 3 Tage später von der Vermietung die Zusage bekommen, beziehungsweise die E-Mail bekommen, dass ich meine Daten hinschicken soll oder so. Ja. Und dann ein paar Tage später die offizielle Zusage. Und dann hatten wir das Studio hier und haben es hier. Ja, sollen das ist der Grund, weswegen wir hier heute, jetzt, zu dritt sitzen dürfen. Und den Bromille-Podcast wieder aufleben lassen können. In diesem Setup. Wir haben schon ein paar Sachen, die noch kommen. Also ihr seht hier noch nicht alles. Ne? Wir haben natürlich noch ein Highlight, was hier hinkommt und noch ein paar andere Sachen. Eine Studiotour findet ihr dann auch auf YouTube. Ich habe eine Menge Sachen aufgenommen. Auch im Prozess, bevor ich dieses Studio, diese Zusage bekommen habe, habe ich mich aufgenommen, dass ich halt nervös war, dass ich nicht wusste. Dann, nachdem ich die Zusage per E-Mail hatte, habe ich mich aufgenommen, meine Meinung dazu wiedergegeben. Also ich habe ein paar Videos gemacht, die ich als komplettes YouTube-Video mal zusammenschneiden werde, damit ihr quasi mal das auch mal bildlich miterleben könnt, wie das so war mit der Planung und dann auch mit der kleinen Überraschung an Jasper, weil der Bengel wusste halt dann irgendwann auch nichts davon. Das war eine schöne Überraschung. Genau, aber das können wir dann auch mal so nochmal erzählen. Ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle, weil wir sind ja schon seit über einer Stunde am Quatschen. Ach, wirklich? Das war der Weg hierhin. Und ich finde schön, dass wir das mal so als Präambel vorweg gemacht haben, dass man weiß, wer du bist. Und auch so ein Blick hinter den Kulissen, die man kennt. Also hinter dem coolen Typen, der seine coolen Videos dreht und viel Geld verdient, sondern dass man so weiß, er war irgendwie der kleine Nerd, der auch doch Freunde hatte und irgendwann befördert wurde, in der letzten Reihe zu sitzen und abgelehnt hat. Ja. Aus Solidarität und Loyalität zu seinem Bruder, zumindest unter diesem Deckmantel. Eigentlich waren es die Frauen, die in der anderen Reihe saßen. Maybe. Ja, bis hin zu deinem doch recht interessanten Werdegang mit seinen Höhen und Tiefen beruflicher und privater Natur, bis hin zu einem eigenen Studio, dein Traum, dein Wunsch, den du schon immer gehabt hast. Und wir für dich, aber auch für uns als Trio mitgehabt haben. Und deswegen war das schön und vielen Dank, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Ja, war schön, wieder in Erinnerungen zu schwelgen. Aber das machen wir sowieso ja immer sehr gerne. Deswegen von diesen ganzen Erinnerungsgesprächen wird es noch eine Menge geben. Wir sind ja auch schon vom alten Eisen. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch eine Menge Stories noch geben, die wir nicht erzählt haben. Alten Eisen. Ich wollte gerade sagen, ich nicht. Ja, er ist schon sehr alt. Okay, ja, ich bin der Älteste hier. Ja, ihr werdet natürlich von den anderen beiden auch noch mehr erfahren. Wir haben jetzt erstmal das quasi genutzt als Fundament für die Story des Studios. Und in den nächsten Folgen werdet ihr auch mehr von den anderen beiden Jungs privat hören können. Generell Stories von uns dreien und Co. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, wie die Folge ankommt, wie die Qualität ist, ob ihr zufrieden seid. Und ja, den letzten beiden Worte oder die letzten Worte können die Jungs dann nochmal benutzen hier oder euch quasi ins Ohr flüstern. Ach, ich freue mich und bin der festen Überzeugung, dass eine Vielzahl an schönen Aufnahmen, aber vordergründig für uns, eine Vielzahl an schöner Momente, viele schöne Gespräche, interessanter Austausch noch auf uns wartet. Und ich kann es kaum erwarten.
Und dann habe ich jetzt die letzten Worte, oder was? Ja, auch rein. Und ja, ich bin Jasper. Und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Nee, ich glaube auch, dass ich habe schon auf dem Weg hierher angefangen, ein paar Themen zu suchen, über die wir mal reden können, weil ich glaube auch, das ist ja auch eine Möglichkeit, um einfach mal über Dinge zu reden, sich zu unterhalten und das sowieso gerne. Also würde ich sagen, schauen wir mal, was wird. Was wird. Tschüss, haut rein. Spaß gemacht. Tschüss.